Morgen, grüß euch, darf ich wieder ganz herzlich begrüßen hier aus Böller, alle Zuseher vom Stream. Wir starten jetzt dann bald mit dem Morgenprogramm und werden vorher noch ein paar Jugendliche interviewen da bei uns. Und möchte ich auch mal bitten, dass ihr euch kurz vorstellt. Ich bin die Maria. Ja. Ich studiere in Graz, Bauingenieur, und ich komme eigentlich aus Oberösterreich. Ja, hallo, ich bin der Daniel. Ich bin 22, ich studiere in Graz, Industrial Design, und ich bin eigentlich aus der Nähe von Graz. Also, ich bin die Rosa, ich bin aus Oberösterreich, bin die Schwester von der Maria und ich habe jetzt gerade maturiert. Super. Und zwar, wir haben da was ganz Interessantes gemeinsam, ihr drei, gell? Und zwar habt ihr eine sehr große Anzahl an Geschwistern. Und da wollte ich euch gleich einmal fragen, wie viele Geschwister habt ihr und wie läuft das Leben so in eurer Familie ab? Also, ich und die Maria, wir haben 11 Geschwister. Also, mit ihr mitgerechnet natürlich. Und wie das Leben so abläuft, das kann die Maria beantworten. Naja, es ist eigentlich ganz normal. Wir sind es einfach gewohnt, glaube ich. Ist es für eure Mutter schwierig zu kochen oder Wäsche zu waschen? Oder ist es nicht eine riesige Herausforderung für 12 Leute? Ich glaube, was Kochen betrifft, das ist, glaube ich, nicht so schwierig, weil das sind einfach größere Mengen. Aber nicht mehr, schon mehr Arbeit so natürlich, aber nicht so viel mehr Arbeit. Wäsche ist schon viel zu waschen, aber ich glaube, wir müssen einfach mithelfen. So gesehen ist das, glaube ich, kein Problem, oder? Die Wäsche müssen wir eigentlich selber waschen, wir Großen halt. Und wir helfen sehr viel daheim mit. In dem Sinn, passt's gut. Wie ist es dann mit dem Gewand so? Ist es dann so, dass die Jüngeren dann immer das Gewand von den Älteren kriegen? Oder habt ihr auch Sachen, wo ihr sagt, das gehört nur mir, also das kriegt sonst keiner? Oder wie schaut das aus bei 12 Geschwistern? Das ist ja nicht so einfach, oder? Vom Gewand her? Ja. Naja, wenn was schön ist und es passt nicht mehr, dann wird es halt aufgehalten, wenn es noch schön ist. Und dann kriegen das schon die Jüngeren. Aber wenn es halt schön ist noch. Also bei uns ist die Situation eigentlich ein bisschen andere, weil wir sind sehr aufgeteilt. Also bei uns ist die Spreizung ungefähr 30 Jahre, weil der Älteste ist 40 und die Jüngste ist 14. Und insofern war die Belastung für meine Mutter jetzt in dem Sinne nicht so groß. Aber natürlich, wenn es irgendwie Familientreffen gibt und nachher sind alle da, dann muss man natürlich schon gescheit kochen. Nicht? Also das ist... Das ist sicher eine Herausforderung, aber ich habe das jetzt eigentlich auch nie. Wir haben immer mitgeholfen zu Hause, so wie bei den Büchsenmeisters, und insofern, ja. Was mich persönlich auch interessieren würde, und zwar, ich nehme an, bei 12 Kindern hat nicht jeder eigenes Zimmer. Wie ist es, wenn man dann so richtig genervt ist von den Geschwistern, hat man dann einen Platz, sich zurückzuziehen, oder kommt das überhaupt vor, oder ist es immer eigentlich ganz cool mit den Geschwistern? Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, wir müssen natürlich unser Zimmer teilen und so. Also wenn man dann von dem Geschwister genervt ist, mit dem man das Zimmer teilt, ist ein bisschen blöd. Aber ich glaube, man kann sie immer irgendwo im Haus zurückziehen. Dann halt nicht ins Zimmer, aber das geht schon. Also da habe ich eigentlich nie Probleme gehabt. Ehrlich gesagt habe ich nie das Gefühl gehabt, dass ich mich zurückziehen muss. Und jetzt gehst du dann woanders hin. Ah ja, ich muss noch dazu sagen, wir sind 7. Das heißt, wir sind nicht ganz so viele. Und ich habe lange Zeit mein Zimmer geteilt mit meinem Bruder und damit am Anfang waren wir noch zu dritt. Ja. Aber dann später habe ich dann schon ein eigenes Zimmer gehabt. Insofern habe ich auch die Ruhe dann manchmal genossen. Und was ich noch auch ganz bewundernswert finde, und zwar neben 12 Kindern hat eure Mutter auch noch einen Verlag. Wie schaut das aus? Kannst du uns vielleicht ein bisschen was erzählen? Ja, also das ist der Verlag Ehefamilie Buch und das ist immer ein Verlag über eigentlich das Spezialgebiet von unseren Eltern, eben Ehe und Familie. Also wir verlegen Bücher und wir verkaufen halt ein Sortiment, also meine Eltern halt, von Büchern über das Thema, die sie halt als sehr gut empfinden. Und es ist eigentlich, es läuft ganz gut nebenbei, neben der Familie. Maria? Ja, es sind eben alle Bücher, sind eben durchgelesen worden von uns oder von meinen Eltern und sind empfehlenswert. Ehe, Familie, Buch. Was mich jetzt noch interessieren wird, also ihr, die jetzt das Leben so mitgekriegt habt in einer Großfamilie, wie ist das bei euch? Wollt ihr auch mal also Familie haben grundsätzlich und wenn ihr dann eine Familie habt, auch so in dem Riesenformat oder wie ist das bei euch praktisch?
Ja, so eine Großfamilie möchte ich auf jeden Fall haben. Die haben schon gesagt, größer gleich 5 oder so. Also ich kann dem eigentlich nur zustimmen. Bei mir ist das gleich. Ja, bei mir. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall eine sehr positive tiefe Erfahrung und das will ich mein späteren Leben nicht missen eigentlich. Ja, sehr schön. Da werden wir dann ganz viele Kinder haben, irgendwann. Und ihr habt noch etwas alle gemein, und zwar, ihr seid alle sehr engagiert, auch für das Leben selbst. Seid ihr alle bei Jung für das Leben, oder? Oder engagiert halt. Könnt ihr uns da vielleicht erzählen, wie das abläuft, was ihr da so macht und was Jung für das Leben eigentlich genau ist? Also ich selber bin jetzt noch nicht bei Jugend für das Leben, aber ich werde auf jeden Fall dazugehen später. Also kann ich da nicht so viel sagen, dann muss ich das weiterreichen. Ja, also ich bin jetzt seit einem Jahr ungefähr bei Jugend für das Leben und wir machen Schuleinsätze, das heißt wir gehen in Schulen, machen Vorträge, ungefähr 2 Stunden. Dort geht es eben um das Thema Abtreibung vor allem und wir wollen darauf aufmerksam machen, dass es ein großes Thema ist und vor allem auch die Schönheit des Lebens irgendwo betonen. Das ist uns ganz wichtig und dafür setzen wir uns ein. Was habt ihr sonst für Aktionen? Also ihr geht in Schulen, oder? Aber ich glaube, es gibt ja so einen Marsch, oder? Jedes Jahr. Magst du dazu ein bisschen was sagen? Ich war leider noch nie beim Marsch dabei. Aber es gibt im Sommer immer einen Marsch, der dauert ungefähr 2 Wochen. Und da wird von Linz nach Wien gegangen. Eben der Marsch fürs Leben unter dem Motto, wie weit würdest du gehen, um ein Leben zu retten? Und es ist sicher eine ganz coole Erfahrung. Weißt du, wann der heuer stattfindet? Für alle, die vielleicht interessiert sind? Die ersten 2 Augustwochen. Ja. Man kann immer einen Teil mitgehen. Mich würde es gerne auch interessieren, habt ihr ja irgendwann einmal auch ein besonderes Erlebnis gehabt, wo ihr mit Leuten gesprochen habt, also gute Diskussionen über das Leben selbst. Habt ihr solche Erfahrungen auch schon gemacht, so Straßenstände oder in den Schulen mit den Schülern? Könntest du da uns da vielleicht ein bisschen was erzählen? Also für mich ist es immer wieder erstaunlich in den Schulen, wie offen die jungen Menschen, die Kinder bis zum gewissen Grad noch sind. Und es ist immer super, also wie gut man auch mit ihnen diskutieren kann und wie interessiert sie bei dem Thema sind. Einen Straßenstand habe ich noch nicht gemacht und wo ich auch diskutiere, ist natürlich mit meinen Kolleginnen und Kollegen vom Studiengang. Aber auch dort gibt es eine gewisse Offenheit und wenn man positiv auf die Leute zugeht, denke ich, ist das immer eine gute Erfahrung. Ja, dann dürfen wir uns ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir sehen jetzt im Hintergrund, dass der Lobpreis schon anfängt. Und damit dürfen wir uns von euch wieder verabschieden und das nächste Mal sehen wir uns wieder um 2:15 zum Interview mit der Familie Bonelli. Danke.